Ah, ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. So. Immer noch dieser Typ da oben. So, jetzt holz ich ihn einfach nieder. Ich bin's leid. Fall um. Oder hier. Ja, komm, gleich hammern. Ich mag die Teile. Ultra zielgenau. Was macht der denn da? Wieso hält er sich denn? Hat er sich eben einfach aus dem Pack reingehauen? Ich fass es nicht. So, jetzt möchte ich aber hoch, weil der hat eine Rüstung. Nicht ins Wasser fallen. Komm raus. Ah, einen brauchen wir noch. Oh, die armen Verkäufer hier. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass sie hier irgendwie. Da muss man anscheinend ein Boot rüber. Ach, da ist ein Korb. Okay. Oder? So, das kann nicht mehr lange dauern, da falle ich hier rein. Eieieiei. So, dann gehe ich die doch mal besuchen. Das ist eine echte Party-Hochburg hier. Sieht auch alles sehr stabil aus. Vor allem, wenn ich hier mit meinem großen Anzug durchstaffe. Das brauche ich nicht. Verwachtung!
Tschüss. So. Alles nicht mehr gebrauchen. Oh, ich weiß, dass du hier bist. Ich werde dich finden. Wärst du das? Dann komm her. Brauchst dich nicht verstecken. Ist bald alles vorbei. Wenn du oben bist, ich komm gleich zu dir. Ah, dann. Zeit, sie fertig zu machen. Dann los, Blechmann! Das war das Letzte, was er sagte. Oh, ein Tresor. Also ich muss ja wirklich mal was zu der Technik hier in der Zeit sagen. Wenn man Tresore mit H-Klammern aufmachen kann, ist das eine dumme Geschichte. So. Da sollte man vielleicht nochmal drüber nachdenken. Schrottpatrone. Ich stehe auf Schrottpatrone. Le Fusil Terrible. Verdammt nochmal, ja. Niedlich. Rummelmagazin. Nett. Das ist doch wirklich nett. Dum. So. Aber mal langsam mal einen Freund finden. Ich hoffe ja nicht, dass er von hier oben runtergefallen ist. Oh, dann hexern wir mal. So langen Passwörtern. Es ist echt nicht einfach. Deswegen klicke ich da einfach rum und versuche auf Zufall was zu kriegen.
eine richtig. Schlimm. Was ja auch ein interessantes Phänomen hier in der Welt ist, die Passwörter scheinen sich ja immer zu ändern. Wie schön. Sehr schön. Sesam, öffne dich. Nehmen wir doch gerne mit. Über die Planke wollte ich jetzt nicht gehen. So, was hast du denn hier dabei? Cool. Komplette Raider Power Rüstung. Cool, cool, cool. Ich würde den da gerne rausholen. Was war denn eben mit dieses Ding ist zu schwer. Ich würde hier die Armor gerne mitnehmen. Na ja, gut. Aber das hätten wir dann wohl. So. Machen wir das? Nein! Mist. Und unser Licht auch nicht so viel. Aber dann laufen wir jetzt direkt mal in die richtige Richtung. Dum, dum, dum. Komm hoch. Vielleicht kommen wir hier auf ein Stück zurück, wo ein Weg ist. Und das ist aber doof, wenn hier direkt eine Mauer ist. Und gleich haben wir Level Up.
Mann. Uhu. Sehr nice. Ah, Kollegen sind auch hier. Ich komm gleich. Sehr gut. Walz die nieder. Hä? Warum schießt man die überall hin und nicht einmal so? Niedlich. Du erschlagen bist Bleiwurm. Wenn hier mal eine Ein-Mann-Armee hineinwalzt, war hier nicht noch einer? Jo, da hat er Boom gemacht, ne? Da wird jetzt wohl kaum noch einer leben. Achso, das sollte ich einnehmen, dann machen wir das doch. Noch das Stückchen nach da hinten. Okay. Da wackelt doch was rum. Thank you.
den nicht schon? Ach, ich mag meine Kampfhunde. Hallo? Oh, wir haben jetzt, glaube ich, doch schon ein bisschen... Nice. Pro-Snap-Kamera. Ich glaube, ich habe hier irgendwas aufgeweckt. Ich würde so gerne hier mit dem Motorrad fahren. Ja doch, hier was. Unter dem Stockwerk oben drüber. Ich bin doch ein wenig erschrocken gerade. Na, dann wird ja wohl was drin sein, wenn ich jetzt hier schon Schloss knacken muss. Ja. So. Schlafzimmerschlüssel. Flup. Jetzt würde ich mich von dir ärgern lassen hier. Ah, und der Kellerschlüssel. Prima. Dann war es doch richtig, zuerst hier hochzugehen. Ja, gut. So, geht's dann hier? Da geht's runter. Schlechte Wache. So, noch welche? Jo. Jo. Abrak, so Putzmittel extra stark. Gut, damit haben wir das von eben wieder raus. Ah, war ja wieder klar. Snapnose. Oh.
Wie? Ich kann nicht auf den Rechner zugreifen, solange ich die Powerrüstung anhabe. Das ist ja lustig. Hallo. Aussteigen. Als mein Vater sagte, dass nichts die Familiendynastie der Crews erschüttern könnte, nicht einmal die erdrückenden Schulden durch einen schlechten Aktienhandel, dachte er wahrscheinlich nicht an eine Welt voller Strahlenvergiftung. Rückblende. Als ich die Pilzwolke aufsteigen sah, dachte ich, irgendjemand hätte sich einen schlechten Scherz erlaubt. Ich hatte für etwas gebetet, das uns die Schulden nimmt, aber das wollte ich natürlich nicht. Ich würde lieber ein Leben als Arbeiter führen, statt mitzuerleben, wie mir ein Großteil meines Gesichts im Schlaf abfällt. Ja, kann ich nachvollziehen. Tja, es könnte schlimmer sein. Ich habe den Rest der Familie im Keller eingesperrt und den Schlüssel versteckt. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, sie umzubringen, auch wenn sie ekelhafte Monster sind. Trotzdem ist das da drin noch meine Tante Belinda. Ich habe herausgefunden, dass es noch andere Überlebende hier draußen gibt. Manche von ihnen sehen wie überfahrene Tiere aus. Sie haben die getötet, die sich in Monster verwandelten und dann versucht, uns Normale umzubringen. Was seltsam ist, keiner der wilden Gundle schien diejenigen von uns anzugreifen zu wollen, die auseinanderfallen. Okay, es hat funktioniert. Ich bin in den Keller gegangen und der Rest der Familie hat nicht versucht, mich zu töten. Im Grunde genommen beachteten sie mich gar nicht. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, die alte Welt ist tot und alle sind wieder bei Null. Unsere Schulden sind verschwunden und wir können neu beginnen. Also, wenn ich noch wie ein normaler Mensch reden, funktionieren und handeln kann, dann können sie das auch. Sie brauchen nur einen kleinen Anstoß. Schon bald wird die Familie Crew wieder ganz oben sein. Hunderte von Jahren. Hunderte! Ich kann verdammt nochmal nicht sterben. Keiner von uns kann das. Ich habe hunderte Jahre damit verbracht, diesen Kreaturen beizubringen, wie man sich menschlich verhält. Ich habe nichts vorzuweisen, außer vielleicht, dass mein Cousin James den Unterschied zwischen einer Salatgabel und einer normalen Gabel erkennt. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob er einfach nur gut redet. Wie zum Teufel sollen wir wieder zu wohlhabenden, in der Öffentlichkeit stehenden Familie Crew werden, wenn wir alle Monster sind? Das bringt... Hallo? Nichts. Ich schwöre bei Gott, ich werde Tante Belinda den Kopf einschlagen, wenn sie mir nicht zuhört. Schaut nur alle hin. Ah, ich mag diese Tagebucheintragungen. So, komm her. Hey. Du kommst mir gerade richtig. Wir müssen nämlich ein bisschen was handeln. Oh, ich hab wieder drei Teile kaputt. Das ist wirklich... Ich wusste es doch, wir hatten zwei davon. Ich mich nicht täuschen. So. Aber du trägst genug. Sollte ich mich vielleicht mal wieder entstrahlen? Boah, es ist so ungewohnt hier mit dem Pip-Boy am Arm.
Ah, die fehlt mittlerweile ein bisschen was. So. Und wieder an. So, aber damit würde ich sagen, machen wir mal ganz kurz Pause und sind nach dem Werbeblock wieder für Sie da. Bis dahin!